So, wir haben jetzt 6.30 Uhr ungefähr am 1. April und ich wollte mal einen groben Überblick darüber geben, was wir heute vorhaben. Diese Dokumentation soll ja zeigen, ob es gelungen ist und wenn es gelungen ist, wie es gelungen ist und falls es nicht gelungen ist, warum es eben auch nicht gelungen ist. Die Idee war eigentlich grundsätzlich, ich hatte mit dem Ivo Schelloske von Anolis telefoniert vor kurzer Zeit und da kam dann irgendwo der Plan auf. Man müsste eigentlich zum 1. April mal was Großes starten mit mehreren Firmen zusammen und ja, dass das eben so programmiert und geplant wird, dass da eigentlich die Leute wirklich sauber drauf reinfallen könnten. Und naja gut, im Laufe der Monate hat sich das dann so ein bisschen, man kennt das ja, es hat sich so ein bisschen zerredet, keiner hat mehr großartig darauf Bezug genommen. Und als dann der Zocki vor 3 Wochen hier zu Besuch war, haben wir entschlossen, kommt, wir nehmen das jetzt mal in die Hand, haben etwas geplant und ja, also die Planung ist ganz einfach, ihr habt es ja wahrscheinlich gestern auch alle gesehen. Es kommt also angeblich eine große Playzocker-Collection von Anolis, von Wicked Media, von, ich habe jetzt die ganzen Firmen gar nicht im Kopf, ihr könnt das ja alles nochmal nachlesen. Die kommt also angeblich von allen Firmen zusammen raus und die enthält dann eben, ja sage ich mal, ganz viele Playzocker-Extras und ist also auch vom Playzocker selber gestaltet. Auf Deutsch gesagt, die sieht scheiße aus und die wird sich auch keiner in den Schrank stellen. Aber unsere Idee ist es eben, es so zu verkaufen, dass es wirklich realistisch wirkt. Und dafür haben wir uns dann so einiges einfallen lassen. Und wie gesagt, das dokumentiere ich jetzt heute, wie wir es machen, wie wir die Leute versuchen abzulenken davon, dass es ein April-Scherz ist, indem wir andere April-Scherze mit einfügen. Ich hoffe, dass es klappt und ja, drückt uns mal die Daumen. Aber ihr wisst ja schon, wie es ausgegangen ist. Ich jetzt leider noch nicht. Ich muss jetzt noch bis 7 Uhr warten, dann darf ich hier endlich das Banner ändern und darf den niedergeschlagenen Playzocker oder Zockeroff, besser gesagt, durch ein anderes Banner austauschen. Dann startet auch das große Video. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, bis gleich. Ja, mittlerweile haben wir 6:45 und wir beginnen jetzt so langsam mit den Vorbereitungen. Als erstes werde ich hier das wunderschöne Playzocker-Logo verändern auf der Playzocker-Seite, damit das alles ganz offiziell wird. Und ich hoffe, dass da schon in der nächsten Viertelstunde einige Fragen zukommen von den Leuten, die schon wach sind. Ansonsten startet eben genau um 7 Uhr das betreffende Video, da werde ich euch gleich dann auch nochmal zeigen. Interessant ist auch, dass also nicht nur die Firmen, die beteiligt sind, mitmachen, sondern auch andere Firmen wie Leute von Koch Media und Ähnlichem, die von uns informiert worden und dafür sorgen werden, dass die ganze Sache immer einen leichten Hauch von Realismus hat. Obwohl es im Endeffekt absolut absurd ist, was wir hier anbieten. Aber wie gesagt, wenn genug Firmen mitspielen, könnte das sogar funktionieren. Ich bin auf die nächsten Stunden sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Wie gesagt, das Logo ist jetzt drin. Sobald das Video da ist, werde ich mich dann nochmal kurz melden. So, 7 Uhr und eine Minute. Wir sind online. Ich teste gerade, ob das Video auch läuft. Genau, es läuft. Also das kann man schon mal abbrechen. Auf der Playzocker-Reviews-Seite müsste jetzt theoretisch auch Zockis Text gleich auftauchen. Schauen wir auch mal direkt, ob das alles funktioniert, so wie geplant. Mal schauen. Ja, ist noch nicht da, also dauert noch ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist alles vorgeplant. Es müsste eigentlich theoretisch alles laufen. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich gehe jetzt mal einkaufen, melde mich in einer halben Stunde mal wieder und gucke dann, was bis dahin passiert ist. Bis dann, ciao. So, mittlerweile haben wir 8 Uhr und ja, der Ivo hatte ja einen wunderschönen April-Scherz gepostet, in dem er sich von Anolis verabschiedet nach 20-jähriger Firmenzugehörigkeit. Ich bin natürlich direkt darauf eingegangen und habe es sehr bedauert, aber
Hat 3 Minuten gedauert, dann ist der April-Scherz im Endeffekt aufgeflogen. Und ich konnte das dann natürlich auch wieder ausnutzen, indem ich mich jetzt als Dummerle hingestellt habe, der den 1. April komplett übersehen hat und überhaupt gar nicht daran gedacht hat. Was mir natürlich wieder ein bisschen Glaubwürdigkeit gibt, in dem, was heute noch so alles ansteht. Daniel ist auch schon darauf angesprungen von Wicked, also es wird interessant. Auf der Playzocker-YouTube-Seite sammeln sich jetzt auch schon die ersten Kommentare betreffs, ist das ein April-Scherz? Aber da habe ich dann auch beruhigend eingegriffen und gesagt, dass ich also in den Hintergründen ja schon einiges mitbekommen hätte und dass das für keinen April-Scherz ist, nur die Daten etwas dumm ausgewählt wären. Und da wird der Daniel dann gleich auch noch einspringen und ein wenig beruhigend eingreifen, dass da schon mal nichts auffliegt. Ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Es sieht sehr interessant aus. Also es scheint ganz gut zu funktionieren, wie wir das geplant haben mit den Ablenkungsmanövern. Drückt uns die Daumen, dass es hinhaut. Also wäre ärgerlich, wenn wir uns die ganze Arbeit umsonst gemacht hätten. Ciao. Ja, wir haben jetzt 10:15. Gleich kommt der Zocki noch dazu. Ja, unsere Leute sind doch verdammt misstrauisch, muss ich sagen. Und ich glaube, da müssen wir gleich tatsächlich schon mit den Ablenkungsmanövern zwischenhauen. Weil im Moment versuche ich die Leute darauf zu beziehen, dass das eigentliche Presserelease eigentlich für den 6. April geplant war und irgendjemand jetzt einen Fehler gemacht hat und das heute schon rausgehauen hat. Einige kann man beruhigen, einige glauben uns gar nichts. Also es wird Zeit, dass ein April-Scherz kommt, der die Leute ablenkt, wo die dann wissen, aha, ist ja tatsächlich ein April-Scherz, ist ja gar nicht ernst gemeint. Okay, den haue ich jetzt raus und dann gucken wir mal, was sich so in einer halben Stunde getan hat. Bis dann, ciao. So, jetzt haben wir ziemlich genau 11 Uhr. Soeben ist die große Phase angefangen. Also kleiner Zwischenstand, bis jetzt hat Zocki schon 2 Bestellungen für den Hour. Das ist schon hervorragend. Zocki wartet jetzt noch 10 Minuten, bevor er den Untergang loslässt. Ich gucke jetzt gerade mal, ob das auch alles geladen hat. Normalerweise müsste jetzt hier eigentlich oben als allererstes, jawohl, Diaplatz der Kragen kommen. Und das heißt, das ist unser großartiger Verriss. Und von jetzt an geht eigentlich der Krieg zwischen Evil Ed und Playzocker los. Ja, da muss ich jetzt mal hin. Ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was da jetzt noch so passiert. Und so nach Stunde ungefähr melde ich mich mal wieder. Ne? Bis dahin werde ich schon einiges auf die Fresse gekriegt haben. Bis dann, ciao. Ja, mittlerweile 12 Uhr und es hat funktioniert, wie wir es geplant haben. Wir haben also einen riesigen Streit vom Zaun gebrochen. Inklusive Ivo von Anolis hat also auch schon eingegriffen, hat mich also auch schon richtig schön runtergemacht. Feine Sache, läuft also ganz, ganz super und Zocki sammelt Bestellungen für die Auer-DVD ohne Ende. Sehr lustig. Und nachher geht es dann nochmal richtig los, weil nachher der Daniel von Wicked, der wird dann noch einschreiten und wird die Lizenz für einen der Filme zurückfordern per Video. Das wird also auch nochmal sehr lustig werden. Aber im Moment läuft es also sehr gut und die Leute glauben uns im Moment tatsächlich, dass da irgendwas dran ist an diesem Release und es spricht sich auch langsam rum. Also, super, ist toll gelaufen. Warten wir mal ab, was die nächsten Stunden bringen. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ciao. Ja, mittlerweile 14:20 Uhr und ja, ich muss schon sagen, es geht jetzt richtig ab. Ne? Birnenblatt hat sich eingeschaltet, Illusions ist dabei. Ich versuche gerade noch Retrofilm dazu zu kriegen, dass die auch noch mit aufsteigen auf den Zug. Aber da sieht es ein bisschen schlechter aus. Aber ansonsten, wir haben einen heiden Spaß. Die Leute fallen drauf rein. Und ich hoffe mal, dass es heute noch so weitergeht, so bis 6, 7 Uhr, bevor es dann wirklich endgültig auffliegt. Weil irgendwann werden wir wahrscheinlich zu absurd werden. Aber bis jetzt hat alles, was wir geplant haben, wunderbar geklappt. Also man kann sich wahrlich nicht beschweren. Im Sekundentakt kommen irgendwelche neuen Messages rein und ich bin jetzt gerade removed worden vom Playzocker, das ist auch schon mal sehr schön. Und war auch nötig, weil ich hatte die ganze Zeit immer als Playzocker geliked, das war dann nicht ganz so gut, das fiel dann doch ein bisschen auf. Ja, wie gesagt, die Sache läuft wirklich tatsächlich gut und
der Clemens hat mittlerweile auch schon 8 Bestellungen auf den Auer. Also er kann sich damit dann irgendwann ein neues Auto kaufen. Okay, das war's von mir. Wir sprechen uns gleich nochmal so gegen 4 Uhr wieder. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ciao. Ja, wir haben jetzt 18.11 Uhr und soeben hat der Daniel von Wickelt seinen 13-minütigen Rant gegen Clemens und den Ivo gepostet. Und der wird jetzt gerade fleißig verteilt. Und jetzt wird's ganz spannend, weil so langsam kommen natürlich auch schon Zweifel auf. Das kriege ich jetzt auch hier von allen Seiten mitgeteilt. Hör mal, das kann doch alles nicht ernst sein, was der da abzieht. Aber vielleicht kann Daniels Video da noch ein bisschen Dunkelheit in die Sache bringen. Wenn nicht, ist das jetzt so das vorletzte Video. Dann mache ich nur noch ein kurzes Abschiedsvideo und dann war's das für heute. Aber alles in allem, Entschuldigung, aber alles in allem war es bis jetzt sehr erfolgreich und ja, vielleicht haben wir noch ein Stündchen oder zwei Spaß, ansonsten war es ein 12 bis 13 Stunden Tag, das muss man auch erstmal bringen, so einen April-Scherz so lange durchzuziehen. Okay, bis gleich. Ja, wir haben jetzt 19.25 Uhr und ich werde jetzt hier auch mal abbrechen, obwohl noch einige Diskussionen und einige Streitereien bei Facebook laufen. Aber ihr habt das ja, wenn ihr dieses Video seht, gehe ich einfach davon aus, dass ihr euch heute oder besser gesagt gestern für euch auch die ganze Sache angeguckt habt und das miterlebt und miterlitten habt teilweise. Ich möchte aber das Video heute noch fertig kriegen, damit wir das morgen posten können, sonst wäre das relativ überflüssig. Also übermorgen würde das Video auch nichts mehr bringen. Deshalb mache ich jetzt mal Schluss. Was ab 8 Uhr noch passiert ist, vielleicht fassen wir das irgendwann nochmal zusammen. Ich möchte nur irgendwann auch mal Feierabend haben. Ich bin seit heute Morgen um 6 Uhr dran. Es reicht langsam. Ich sage Tschüss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder irgendwas laufen. Oder vielleicht kommt auch zwischendurch mal wieder so eine Aktion. Das war's von meiner Seite aus. Bis dann. Tschüss.